Bin ich jetzt völlig verrückt geworden? Ja! Ja, großartig. Das heißt, er expandiert jetzt. Irgendwer hat sich einfach gedacht, hey, der Dude macht einfach coole Propaganda, geben wir ihm Geld. Irgendwann werden eure Kinder aus dem Haus gehen und so wie es dieses Gebäude gibt, wo Bild oben steht, wo da oben so Parabelritter steht. Er ist einfach so ein Machercheck, so ein Hustler einfach. Mylab hat ihn ja letztens schon gelobt. Er war viel zu nett zu den Grünen, als dass er nicht eine eigene Sendung bekommt. Der Typ geht jetzt zu Funk, übernimmt Funk, wird der neue Chef von Funk und dann steigt er irgendwann auf in den Vorstand von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich sag's dir, das ist seine Karriere. Ich glaube, Chomsky war das, der so erzählt hat, ja, in den Medien gibt es eine bestimmte Meinung, die lieber gesehen wird als eine andere. Und dann gab es so einen Journalisten, der da widersprochen hat und dazu gesagt, mir hat noch nie jemand gesagt, was ich schreiben soll, ich kann machen, was ich will. Tja, weil du den Job deswegen bekommen hast, weil du schon das willst, was gesucht wird. Niemand muss es dir vorschreiben. Du hast schon vorher mit deiner Anpassung bewiesen, dass du nur das Richtige erzählst und darauf achtest, was du sagst. Sie hätten dich nicht ausgesucht, wenn du eine abweichende Meinung hättest. Der Wendepunkt ist da. Leute, wir müssen reden. Heute ist ein sehr, sehr schwieriges Video. Und es könnte sein, dass einige von euch mich nach diesem Video nicht mehr mögen. Und die Gefahr besteht nicht. Mach dir keine Sorgen. Das ist kein Bait. Das halte ich tatsächlich für möglich. Ich habe eine riskante Entscheidung getroffen und deshalb möchte ich mich heute ganz genau erklären. Wie immer bin ich komplett transparent mit euch und bitte euch, heute mir wirklich genau zuzuhören. Also genauer als sonst schon. Das gilt auch für meine reactenden Kollegen da draußen. Tim, guck mich an, wenn ich mit dir spreche, ja? Heute... Welchen Tim meint er? Kuchen? Erzähle ich euch ein paar Dinge, die euch so einige der Creator, über die wir hier auch auf diesem Kanal schon gesprochen haben, verschwiegen haben. Also... Wieso TJ? Was hat er mit TJ zu tun? Mal rein. Was ihr glaubt, was ich euch jetzt gleich erzähle. Und nicht in den Kommentaren schummeln, ja? Leute? Das wird zweites Drachenlord-Interview-Announcement, wahrscheinlich. Alles geht zu Ende. Ich habe 2012 mit YouTube angefangen, ja? So weit gehen wir jetzt zurück. Fast so weit wie Putin im Interview mit Tucker Carlson. Ich bin auch dafür bekannt, nie auf den Punkt zu kommen. Ich muss dem ja auch gerecht werden. Mein viertes Video oder so, das war damals schon über Politik. Und das kam damals überhaupt. So hat er ausgesehen, wo er jung war. Haupt nicht an. Deshalb habe ich dann Sketche gemacht. Lag besoffen auf diversen Festivals rum. Hab mein Abi dann gemacht, mit dem Studium angefangen. War eine gute Zeit. Ich würde sagen, die beste. Irgendwann, so 2015 rum, kam dann das erste Mal Geld von YouTube. Ja, da musste ich dann nur noch sporadisch nebenbei arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen. Das war ein tolles Gefühl. Und man braucht da ja auch nicht viel. Aber als ich dann 2017 oder so die 100.000 Subs erreichte, da habe ich mich dann gefragt, will ich vielleicht versuchen, das als Hauptjob zu machen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann bin ich losgerannt. Ich habe es versucht, wirklich. Und dann kam Corona und ich war kurz davor, er hat gehasselt. Zu werfen mit dem ganzen Mist hier. Dann habe ich mich wieder endlich mehr nach 9 Jahren auf Politik konzentriert und plötzlich ging es rund. Und warum? Naja. Du musst immer auf den Bart schauen, es ist wie ein Unfall, wo man nicht wegsehen kann. Weißt du, er hat den gleichen Bart wie Feroz, oder? Weil sich YouTube verändert hatte. Ich meine, er ist so eine Art grüner Feroz. Ich will das nicht beklagen, ich will es nur anmerken. YouTube läuft auf immer mehr Fernsehern. Das ist das neue Fernsehen und alte Menschen wie ihr braucht Leute, die über Politik reden. So ist es nun mal. Aber nicht nur YouTube hat sich verändert. Natürlich habe auch ich mich in dieser Zeit immer wieder verändert. Ich glaube, wir alle während der Pandemie. Und ich habe viel dazugelernt und hinterfrage... Eine positive Sache kann ich über ihn sagen, er hat wirklich swaggy Hemden. Ja, der hat wirklich die swaggigsten Hemden, die ich jemals auf YouTube gesehen habe. Mich seitdem auch immer wieder und welchen Weg ich weiter verfolgen will. Das Problem ist, man redet nicht mal ebenso über Politik. Man macht nicht mal ebenso Diskursanalyse und analysiert Desinformation im Kulturkampf. Content war für mich früher einfacher. Ich bin besoffen, ja, in Wacken und das waren dann 2 Videos und 3 Interviews. Mach das wieder, bitte. Das, was du hier machst, ist anstrengend. Aber ich finde, das Schlimmste an der ganzen Sache mit dem Bart ist, dass das hier in der Mitte auseinandergekämmt hat, Alter. Dass er das so richtig schön geliert hat. Ich war zufrieden damit. Aber wie es halt immer so ist, nichts ist von Dauer. Man kennt das. In den letzten 3 Jahren ist dazu auch noch etwas bei mir immer schlimmer geworden. Was denn zur Frisur? Schau, wirklich, das zieht sich hier einfach durch. You can't be unseen anymore. Dieser Strich, der von oben geht, geht hier unten einfach weiter. Der hat sich einfach sein ganzes Gesicht gescheitelt. Fehlt nur, dass er hier jetzt unten so noch eine Rille macht durch den Bart. Das würde super ausschauen. Axtwunde, ja, Mann.
geworden. Mein Anspruch an mich selbst. Als damals so auf dem Mittelalterfest war, hat ihm jemand eine Axt hier einfach reingerammt. Seitdem hat er einen wunderschönen Scheitel. Er war Scheitelwerbetestimonial, wissen viele nicht. Ja, diese ganzen Videos, wo es um Schuppen geht, ist ja das Nachher-Beispiel, wo man dann so den geilen Scheitel zeigt. Ja, man hat immer geglaubt, das gehört deiner schönen Frau, aber nein, nein, das ist ein Scheitel. Einem gleichzeitigen Imposter-Syndrom sehr anstrengend ist, kann ich euch sagen. Und 2021 ging es dann wieder richtig rund und ich dachte mir so, versau das jetzt nicht. Und dann bin ich wieder losgesprintet. Jetzt sind 3 Jahre vergangen und daraus ist ein einziger Marathon geworden. Das einzige Privatleben, das ich aktuell habe, ist nachts ein paar Stunden Baldur's Gate zocken. Und ich erwische mich dabei, wie ich... Was ist Baldur's Gate? Immer diesen Grind glorifiziere, ja? Natürlich ist das alles nicht mehr gesund, was ich hier mache. Was soll ich sagen? An so einem Punkt gibt es einfach nur 2 Möglichkeiten. Kürzer treten oder einen richtig großen Sprung wagen. Und ihr kennt mich, all in, weniger ist nicht. Ich darf also mit Stolz verkünden, ich habe den nächsten Step gemacht und eine Produktionsfirma gegründet. Ich habe Leute eingestellt und in Zukunft werde ich noch weitere einstellen. Ich baue mir gerade so eine richtige Redaktion auf, in der ein paar Menschen richtig professionell arbeiten können und das Ganze nicht mehr davon abhängt, dass ich dann mal eben noch bis nachts um 4 sitze. Ja, großartig. Das heißt, der expandiert jetzt. Irgendwer hat sich einfach gedacht, hey, der Dude macht einfach coole Propaganda, geben wir ihm Geld. Und er hat sich einfach gedacht, ey, ich mache eine ganze Firma daraus, ein Imperium. Irgendwann werden eure Kinder aus dem Haus gehen und so wie es dieses Gebäude gibt, wo Bild oben steht, wird es einfach ein Gebäude stehen, wo da oben so Parabelritter steht. Ja, so wie bei Biff Tannen in Zurück in die Zukunft 2. So wird das werden. Gerade in diesem Video. Lol. Nicht. Ich will endlich mal in die Lage kommen, Dinge zu planen. Und langfristig umzusetzen. Themen, die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen und das Feld nicht denen überlassen müssen, die damit Falschinformationen und Populismus verbreiten können. Beispielsweise beim ÖRR hat sich niemand mal in Ruhe hingesetzt und Tucker Carlson dieses Interview mit Putin mal richtig durchanalysiert. Irgendwie wurde nur gesagt, einfach ignorieren. Genauso nicht. Und ich konnte es nicht machen, weil ich die Manpower nicht hatte. Und das passiert mir immer wieder. Weil auf die wichtigen Themen kannst du nicht einfach nur reacten. Das musste richtig langwierig durchdenken und aufarbeiten. So, und das will ich jetzt ändern. Und sind wir mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen, ist alleine viel höher, als wenn 7 Augen drauf gucken. Mehr, besser. Sowohl Inhalt als auch Schlaf für mich. Okay, Alex unterschätzt Bürokratie und Mitarbeiterführung und denkt, er würde jetzt mehr und nicht noch weniger schlafen. Das war jetzt die News? Nee, das war jetzt nicht die News. Oh no, was kommt da jetzt? Und wie lange braucht er jetzt endlich, um zum Punkt zu... Aber schau, wie glücklich er ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihn endlich genommen haben. So, was sind jetzt die News? Sag, was die News sind? Und jetzt kommt er so... Liebe Freunde, ich bin der neue Jan Böhmermann. Komm, Moment, we're getting there. Profis unter euch fragen sich jetzt bestimmt, ist das für deinen YouTube-Kanal nicht viel zu groß gedacht? Ja, oder vielleicht ist dieser Kanal einfach nicht groß genug gedacht bis jetzt. Er ist einfach so ein Machercheck. Das ist so ein Hustler einfach. Der macht das richtig gut, ja, ja. Aber ich habe ja gesagt, er will zu den Öffentlich-Rechtlichen. Das wollte er ja von Anfang an. Ich sage ja, der will eine eigene Show haben. MyLab hat ihn ja letztens schon gelobt. Also, wir wissen, wohin die Reise geht. Der war viel zu nett zu den Grünen, als dass er nicht eine eigene Sendung bekommt, oder? Und vielleicht ist auch der Kanal nicht das Ende von allem. Und deswegen, meine lieben Freunde, gebe ich die Gründung meiner eigenen Partei bekannt. Oh, okay. Um Gottes Willen, nein. Nicht noch mehr Spalt. Ich mag die Jokes einfach von Parabelritter. Er macht die besten Jokes auf YouTube. So ein lustiger Kerl. Wenn ich mich ich finde, er sollte seine eigene Sendung in den Öffentlich-Rechtlichen bekommen. Wenn jemand solche Kracher liefert die ganze Zeit, ey, yo. Umsehe. Brauchen Muss wir sein. Immer dringender Vermittlung und Aufklärung zwischen uns. Es haben sich diese Gräben aufgebaut und man steht sich unvereinbar gegenüber. Selbst bei Positionen, die gar nicht so weit auseinander liegen mögen. Ja, ja, ja. Misstrauen und Vorverurteilung herrschen da. Ja, aus mir spricht der blanke Neid. Ja, du hast vollkommen recht. Ich hätte auch gerne einen Scheitel. Ich gebe es zu. Aber meine Haare lassen sich nicht so gut scheiteln. Außerdem habe ich eine Glatze. So hart hättest du jetzt nicht zu mir sein müssen.
viel vor. Und Medien, die haben eigentlich die Aufgabe, Menschen, die Geschehnisse... Hey, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet eigentlich in Wirklichkeit, dass ihr jetzt einfach den Parabelritter bezahlt. Er redet immer von Gräben, die gezogen werden. Dabei zieht er doch selber ständig welche. Absolut, oder? Es ist einfach, das ist Spalterritter einfach. Man muss jetzt nur die Frage hier an der Stelle stellen, wie geht's euch damit, dass ihr für ihn bezahlt? Und ihr könnt nichts dagegen machen. Ihr bezahlt jetzt in Zukunft seine Videos. Bis jetzt hat er Scheiße gelabert und ihr konntet einfach sagen, ja, was geht mich das an? Jetzt zahlt ihr dafür. Der Welt zu eröffnen und die dann auch einzuordnen, aber es wird eben oft verkürzt. Meinungen werden als Gesetz vorgegeben. Themen auf eine Weise besprochen und Perspektiven vertreten, die in der Bevölkerung gar nicht mehrheitsfähig sind oder ganz anders diskutiert werden. Während oftmals scheinbar Perspektiven nicht wiedergegeben werden, die sich die Menschen dort eigentlich wünschen würden. Was dadurch passiert ist, dass wir der ostdeutschen Position keine Stimme geben, das sehen wir ja mittlerweile eindringlich. Oder dem Er wird jetzt Botschafter für die Ostdeutschen, oder was? Das ist, wie er sich da verkauft hat. Das war in seinem Resümee. Warum wollen Sie ein Teil der Öffentlich-Rechtlichen werden? Schreiben Sie bitte ein Motivationsschreiben mit 2000 Zeichen. Ich finde, ihr habt keine ostdeutschen Botschafter. Ja, und jetzt ist er da. Raum allgemein. Ich finde, oft genug fehlt die entsprechende Sorgfalt und die Bereitschaft, auch mal die Perspektive zu wechseln und auch eine Perspektive einzunehmen, die einem vielleicht jetzt aus eigener Einstellung nicht besonders gut schmeckt. Aber so ist das leider mit der Realität. Mit Dogmatismus kommst du nicht weit. Nur leider passiert das nicht. Und das Ergebnis, die Leute sind enttäuscht. Sie fühlen sich nicht angesprochen und verlieren das Vertrauen. Stück für Stück für Stück. Und das ist kein Wunder, dass Menschenfänger dann leichtes Spiel mit den Leuten haben. Und in den Chefredaktionen, im politischen Berlin, haben immer noch viele die Nase ganz weit oben. Hey, alles läuft falsch. Wie gut, dass er jetzt dazukommt und alles ändert. Ja, ich finde dieses Bild gut. Das mache ich als Screenshot für das Thumbnail. Danke. Und bemerken die Dringlichkeit nicht. Leute von außerhalb, vielleicht sogar Influencer, generell kein Mitspracherecht für die. Außer man kann sich mit denen fürs eigene Image schmücken. Oder noch besser, über ihre Skandale schreiben, dann kriegt man auch mal wieder ein bisschen Reichweite, ne? Ja, ist der lebende Beweis für Chomskys Filter, ja, absolut. Aber wehe, es könnte der Eindruck entstehen, dass manche von diesen Leuten auch ohne Akademie und ohne Volo und 10 unbezahlte Praktika wichtige Arbeit abliefern können. Manche Influencer können sich mit der Auflage ihrer Beiträge messen, mit der Qualität ihrer Arbeit schon lange und mittlerweile genauso viele Menschen täglich auch informieren. Das, was ich ja versuche, das sollte eigentlich der Öhr machen. Mit ihrem Informations- und Bildungsauftrag. Ja, und entweder wir bringen den Öhr dazu, dass er das macht, oder du übernimmst den Öhr. Ich sag dir, bis zum Ende der 20er Jahre ist dieser Mensch, sitzt er ganz oben im Vorstand von den Öhr. Genau hinschauen, was wirklich hinter diesen Streitthemen steckt. Aber für den klassischen Medienmensch ist YouTube, finde ich, einfach völlig unseriös. Nicht so, mit sie zu tun haben wollen würden, ja, weil kein Prestige. Und das habe ich auch... Was glaubt ihr, was Funk ihm zahlt, Alter? Oder die Öffentlich-Rechtlichen, dafür, dass er eigene Show bekommt? Der kriegt, ich meine, der Typ hat 570.000 Abonnenten. Der kriegt sicher saftig Kohle. Also der macht das sicher nicht für 2.000 Euro im Monat. Ja, ich glaube, da geht es um einiges mehr. Der Suche nach Mitarbeitern extrem zu spüren bekommen. Ja, geiler Job. Ach ne, für YouTube? Nee, das passt leider nicht zu meinem LinkedIn-Game. Sowas sagen Leute, unironisch. Ach, sie machen so Filmchen auf YouTube. Das habe ich schon 2012 gehört. Es ist in den letzten 12 Jahren sehr viel passiert, Leute. Und trotzdem hat sich an dieser Arroganz nichts verändert. Die Arroganz, die mir auch entgegenschlug, als ich mich 2013 für mein erstes Festival akkreditiert. Dass er zu Funk geht, war nur eine Flucht nach vorne. Damit nimmt der SDRGF die Möglichkeit, mal auf seinen Festivals etwas genauer hinzugucken. Stichwort Burgen, Metal Festivals, zu weiß und zu deutsch. Und wollte über meinen Kanal. Wie damals, als ich meinem Chefredakteur bei dem Magazin, wo ich vorher geschrieben hatte, erklärte, dass ich auf YouTube jetzt mein eigenes Ding machen will. Tschüss. Ich hab's satt. Ich habe lange genug gewartet, bis sich mal was bewegt, meine Tür geöffnet wird. Aber alleine ändert sich da nichts. Schluss mit diesem Gatekeeping. Oh. Damals habe ich es gegen die Skepsis und die abfälligen Kommentare aller durchgezogen und ich bin noch hier. All die anderen haben aufgegeben in der Zeit. Ich glaube, ich muss mal wieder eine Tür eintreten. Sonst geht das hier einfach nicht weiter. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zu meiner riskanten Entscheidung. Denn genau das habe ich jetzt getan. Ich bin einfach mal Funk beigetreten.
Ich finde das so geil einfach. 9 Minuten Geschwurbel einfach, um zu erklären, dass er Funk beigetreten ist, weil er Angst hat, dass die Leute Bu sagen. Vor allem, weißt du, was lustig ist? Er ist Funk beigetreten, wo alle aus Funk ausgestiegen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Bin ich jetzt völlig verrückt geworden? Ja! Vielleicht. Alle, die ich gefragt habe. Vielleicht, aber ihr wisst nicht, was ich bezahlt bekomme. Ihr Ficker. Aber haben mir abgeraten. Kein einziger hat gesagt, mach das. Keiner. Und ich habe viele gefragt. Und das ist genau wie damals, als ich es dann trotzdem gemacht habe und damit den Grundstein meiner Karriere gelegt habe. Ohne damals auch nur zu ahnen, was passieren würde. Übrigens auch wie... Ihr habt gesagt, ich werde es nicht schaffen, aber schaut mich heute an. Und mit dieser Möglichkeit jetzt werde ich noch mehr wachsen. Ihr werdet alle vor Neid erblassen, wo ich in 3 Jahren sein werde, ihr Ficker. Und dann werden wir sehen, wer hier recht hatte. Okay. Damals, als ich mir dachte, ja, mach doch einfach mal ein eigenes Festival. Lass mich mal hören, ob es gut war. Ach komm, werd doch einfach mal Bestseller-Autor. Jedes Mal ist was geworden. Jedes Mal haben die Leute den Kopf geschüttelt. Aber was zur Hölle? Und da habt ihr natürlich absolut recht. Was zur Hölle hat mich dazu getrieben, einen Vertrag mit Funk zu unterschreiben? Nichts. Denn ich habe keinen Vertrag mit Funk unterschrieben. Verwirrte Gesichter überall. Was das alles zu bedeuten hat, das erzähle ich euch jetzt. Wir reisen mal in der Zeit zurück. Ich saß gerade an meinem 4. Eisberg-Video irgendwann Mitte 2022. Ist mega lange her. Da nahm eine der führenden Personen von Funk Kontakt zu mir auf. Ob ich nicht mit meinem Kanal beitreten wollen würde. Oh, und seitdem macht er diese coolen Videos, wo er die ganze Zeit einfach erzählt, die Grünen sind toll, die AfD ist scheiße, Sarah Wagenknecht ist kacke, die Grünen sind cool, habe ich das schon gesagt, die Grünen sind cool, da gibt's Angriffe auf die Grünen, ich kann die debunken. Okay, Bro. Hä? Was? Nein, wieso sollte ich auch? Bei dem Ruf von Funk und dem eigenen Erfolg? Und jetzt kam plötzlich, nach langer Zeit, eine neue Anfrage. Da sind wir wieder, 2 Jahre später. Ja, da steht er. Sie brauchten nämlich dringend einen neuen Leroy wegen der Behindertenquote. Spaß. Ein Auge weniger, das gibt nur 30%. Das ist geradezu peinlich. Die Anfrage kam von... Ein Auge weniger, das gibt nur 30%. Das ist geradezu peinlich. Die Anfrage kam von anderer Stelle als Funk. Und von wem genau, das erzähle ich euch gleich. Aber warum will ich überhaupt was mit all dem zu tun haben? Vielleicht sind meine Videos zu Funk und dem Earn nicht ganz so verstanden worden, wie sie eigentlich gemeint waren. Das kann ich nicht einschätzen. Sagt er eigentlich, wenn er so jemanden trifft, sagt er dann so zu ihm, reden wir mal kurz unter 3 Augen? Passiert er ab und zu? Ich verstehe nur Bahnhof. Er sucht Joe Vogel? Also ich meine, das wäre witzig und er ist ja ein witziges Kerlchen. Ich meine, den Witz macht er sicher, oder? Ich bin schon wieder verwirrt. Bei Funk und beim Öhr gibt es viele Probleme. Wir haben das erst letztens wieder besprochen. Und wie es da in Zukunft weitergeht, kann heute wohl keiner so richtig sagen. Aber neben der Kritik, die immer große Wellen schlägt, natürlich... Aber warum hat er eigentlich sein Auge verloren? Was war das nochmal, eine Krankheit oder was war das? Natürlich gibt es nach wie vor sehr, sehr viele Dinge, die gut sind. Ich war schon immer Krankheit, der Überzeugung, dass der Öhr ein wichtiges Element unserer Demokratie ist und damit eher verbessert als abgeschafft werden soll. Ich meine, das heißt, der kann nicht wirklich Basketball spielen, oder? Braucht man nicht einfach, um Basketball zu spielen, irgendwie 2 Augen so von wegen, dass man so Tiefen sehen kann? Also ich meine das jetzt ernst, tiefe Wahrnehmung, ja. Das müsste eigentlich auch jeder gehört haben, der meine Videos zu Ende guckt. Sind sehr lang, ich verstehe das. Aber wie, wenn für das Jugendprogramm in den letzten Monaten vor allen Dingen Bruchlandungen für Furore gesorgt haben? Funk ist richtig schön sturmreif geschossen. Überhaupt kein Effort mehr, easy Klicks zu farmen. Was Funk gefehlt hat, das ist jemand, der einfach mal den fetten Gegenangriff gegen alle Kritiker anführen kann. Das Sturmgeschütz des Öffentlich-Rechtlichen. Ein Prinz an vorderster Front. Ab 10.3. wird zurückgeschossen. Die Presseabteilung von Funk hat morgen richtig viel zu tun. Hallo, ich bin's, Alex. Schön dabei zu sein. Wie komme ich nur auf diese ganzen militärischen Begriffe? Vielleicht hat mich das Kinderprogramm von Logo dazu inspiriert. Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie
wie damals bei mir. Doch auf die Stadt. Das ist kein Kinderprogramm, das ist für Grüne. August, die Ukrainer bekommen doch schon... Die sind geistig halt auf dem Level von Kindern. Und mich. Und mich. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Nee, ist natürlich alles Quatsch. Letztes Jahr war meine Mission ja bei überhitzten Streitthemen, die Fakten zu finden und Manipulationen und Falsch- bzw. Desinformation zu tackeln. Das mache ich auch genauso in diesem Jahr. Es ist genau die Mission, die man vom Öffentlich-Rechtlichen ja eigentlich erwartet, ne? Den Diskurs analysieren, zu informieren und über Manipulation und gezielte Desinformation aufzuklären. Und genau das soll ich auch weiter tun, denn das ist das natürliche Match. Und ich ja, du sollst einfach die Ampel stützen und alle anderen stutzen. Ja, super. Ich denke, viele von euch haben das auch vorher schon gesehen. Und das beinhaltet natürlich auch weiterhin Kritik an Irrinhalten. Ja, nicht, dass sich da jetzt irgendjemand in Sicherheit wähnt, nicht wahr? Und das beinhaltet auch weiterhin natürlich bissigen Humor und eimerweise Ironie. 5 Videos pro Jahr über Fehler bei Funk zu machen, macht das Funk am Ende wirklich besser oder kann man Funk ein Stück weit selber verbessern? Ich würde mich freuen... Der Typ geht jetzt zu Funk, übernimmt Funk, wird der neue Chef vom Funk und dann steigt er irgendwann auf in den Vorstand von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich sag's dir, das ist seine Karriere. In den nächsten 10 Jahren ist er im Vorstand. Wenn wir generell von diesem alle reden... In den Funkturm, genau. ...über irgendwas Schlechtes und kritisieren und es kommt keine positive Verbesserung auf, hingehen würden zu was Konstruktivem. Ganz wilde Idee, man kann es ja auch mal mit Zusammenarbeit versuchen. Nur als Inspiration für 2024 ist es drumherum so viel Scheiße, da kann man ja wenigstens in der eigenen Branche sich mal ein bisschen die Hand reichen. Das auch natürlich an alle meine Kollegen gerichtet. Okay, genug salbadert. Was heißt das denn jetzt? Jetzt will ich euch mal erklären, was denn jetzt konkret eigentlich Phase ist und wie dieses System eigentlich funktioniert. Das ist nämlich auch sehr spannend. Offenbar kam man beim Irr auf die Idee, wir brauchen mehr Leute aus dem Osten und vielleicht auch mehr Stimmen, die eben nicht so... Ich sag's jetzt mal ein bisschen provokativ, nicht so woke sind. Und diese Chance, die will ich nutzen und diese Perspektive im Funknetzwerk repräsentieren. Ich mag jetzt auch nicht fürs Erzgebirge sprechen, ist mir schon klar, aber ich denke... Ja, endlich mehr Anti-BSW und Pro-Grüne im Öffentlich-Rechtlichen, ja, das ist wichtig. Schön, dass er dabei ist. Ich spreche mehr für Halle als für Berlin. Und er ist nicht woke, nein, der ist doch nicht woke. Berlin oder Mainz, das war nicht nur mir immer sehr wichtig, das ist auch dem MDR wichtig. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Jede Landesrundfunkanstalt muss etwas zu Funk beisteuern. Und der MDR hat sich gesagt, das soll der Typ sein, der dem NDR so richtig eingeschenkt hat. Also keine Ahnung, ob es eine Fehde zwischen MDR und NDR gibt, aber naja, das werde ich ja jetzt herausfinden. Vielleicht ist es ja jetzt soweit. Hoffentlich schickt man mich jetzt nicht in die Donnerkuppel oder so. Ich denke, das wird nicht jedem geschmeckt haben, aber das war für mich tatsächlich entscheidend. Denn wenn mir jetzt was nicht passt, wie sich das entwickelt, kann ich dem MDR-Funkhaus hier in Halle Rauchzeichen schicken, dass ich gleich im Begriff bin, das Kriegsbeil auszugraben. Und das ist der Punkt. Mein Heimatsender hat mich gefragt und ich habe nach ein paar Gesprächen bemerkt, dass das persönlich auch total matcht und das war für mich das Entscheidende. Trotzdem habe ich natürlich ein paar Anwälte jedes Komma dieses Vertrags überprüfen lassen. Ich meine, ich bin leichtgläubig, schnell zu begeistern, naiv und naja, jedenfalls habe ich jetzt beim MDR für 12 Monate unterschrieben und werde auf euren Nacken das nächste Jahr Staatspropaganda produzieren. Aber stopp, wieso habe ich mich... Hey, zumindest ist er ehrlich. Cool, ja. Jetzt kaufen lassen? Das werden mir ja sicherlich einige vorwerfen. Erstens, ich habe schon Werbung für Intimrasur gemacht. Also ich glaube, das ist definitiv ein Fortschritt. Zweitens, heute 20 Uhr findet ein Stream auf meinem Twitch-Kanal statt. Da könnt ihr mir alle Fragen stellen, die euch irgendwie umtreiben. Link da unten. Dieser Kanal, der gehört übrigens nicht zum Deal. Da kann ich also frei sprechen. Alles sagen, was ich will und alles tun. Und drittens... Nein, er hat den Vertrag nicht deswegen bekommen, damit er jetzt Propaganda macht, sondern er hat den Deal bekommen, weil er bereits schon diese Propaganda gemacht hat, die man sehen wollte. Der ist ja von Anfang an so auf Linie und redet das, was die Öffentlich-Rechtlichen brauchen, dass sie einfach gesagt haben, hey, du bist cool. That's it. Und er hat sich wirklich hart bemüht. Er hat sich hart bemüht. Wir reden schon seit einem Jahr darüber, dass der mit allen Mitteln versucht, zu die ÖR zu kommen. Ja. Es betrifft nur diesen Kanal. Der MDR hat mich nicht gekauft. Der MDR beauftragt die nächsten 52 Beiträge unter dem Namen... Dara zertrümmert gerade seine Wohnung. Nein, Dara schafft das sicher auch noch. Parabelritter. Für euch.
Nicht mehr, nicht weniger. Aber Dara wird so Moderator bei Mixtalk oder sowas. Ja, also, Entschuldigung, ich muss euch kurz unterbrechen. Ihr im Chat, bitte unterhaltet euch nicht miteinander. Ja, hier unterhalten sich diese Leute. Ihr könnt gerne Fragen an mich richten oder mit mir sprechen, aber bitte unterhaltet euch nicht miteinander. Weniger. Die werden... Ihr bezahlt das jetzt alles. Nach wie vor von mir und meinen Leuten produziert. Weder Twitch, Instagram, Threads. Was ihr auch daran erkennt, dass jetzt überall Alexander Prinz stehen wird, um das nochmal deutlich zu machen. Und das ist das wichtigste Argument. Der MDR kann mir überhaupt nichts verbieten, da ich genauso gut alles auf meinem Prinz-Kanal veröffentlichen könnte. Oder ich rufe einfach Rezo an und dann kommt er nach Halle und rettet mich auf einem fliegenden Einhorn mit blauer Mähne. Was basically... ein Pegasus mit Horn ist. Also kein Einhorn. Egal. Es gibt im Vertrag, den ich unterzeichnet habe, keine Klausel, die mir in irgendeiner Weise den Mund verbietet. Wie ihr auch schon an diesem Video bemerken dürft. Okay, es ist basically noch nicht im Vertrag, dieses Video. Aber ich denke, die Tonalität ist hier ziemlich gut festgelegt. Aber um ganz sicher zu gehen, folgt meinem Zweitkanal. Da kommt sowieso regelmäßig Content, der euch interessieren dürft. Schaut euch mal diese Gesichter an, die ihr hier auf den Thumbnails habt. Es ist wirklich, ein Gesicht ist lustiger als das andere. Es ist echt unfassbar. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Vor allem so, bei sehr vielen ist es einfach immer das gleiche Gesicht. Vor allem, er hat ein Gesicht, wo er so, oh, und dann hat er jetzt so, ja, oh, und dann hat er jetzt, oh, nicht schlecht. Eigentlich ist der auch viel cooler. Deswegen habe ich ja den hier verkloppt. Aber jetzt ist es zu spät, die Tinte ist trocken. Ja, und falls noch was schief läuft, dann erfahrt ihr es auf dem Zweitkanal. So, wie gesagt, alle weiteren Fragen im Twitch-Stream 20 Uhr heute. Eine Sache... Wer von euch war in diesem Stream und hat ihm Fragen gestellt? Die interessiert euch sicherlich alle brennend, ja? Reden wir hier doch einfach mal über Geld, weil das eben sicher der wichtigste Punkt ist. Warum, Leute, denkt ihr denn... Ja, hey, er ist doch auf Linie, was soll man denn verbieten? Ja, absolut. Es ist ja irgendwie, wo so erzählt wurde, ich glaube Chomsky war das, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war, der so erzählt hat, ja, in den Medien gibt es eine bestimmte Meinung, die lieber gesehen wird als eine andere und hin und her. Und dann gab es so einen Journalisten, der da widersprochen hat und hat so gesagt, nein, also... mir hat noch nie jemand gesagt, was ich schreiben soll, ich kann machen, was ich will, ja. Und dann hat er gesagt, ja, weil du den Job deswegen bekommen hast, weil du schon das willst, was gesucht wird, ja. Also niemand muss es dir vorschreiben, du hast schon vorher mit deiner Anpassung bewiesen, dass du nur das Richtige erzählst und darauf achtest, was du sagst. Niemand, sie hätten dich nicht ausgesucht, wenn du eine abweichende Meinung hättest, ja. Sind keine großen Influencer bei Funk, wenn der ÖRR doch so gut bezahlt, hm? Merkt er selber, oder? Wenn du dann auch noch deine eigenen Produkte hast, ist das voll dumm. Du kannst sie ja nicht mehr bewerben. Und deshalb möchte ich euch ein letztes Mal vor Ausverkauf meines Festivals nochmal auf die Tickets zum Sternklang hinweisen. Wow, dieses geile Design einfach. Aber der Typ ist doch schon Millionär, oder? Davon kann man doch ausgehen, dass der mittlerweile Millionär ist. Auf dem Kanal. Am besten schaut ihr euch das gleich nochmal an. Ihr werdet es vermissen. Ich meine, schaut ihr diese fucking Vase hinten an. Da bin ich mir sicher. Wenn es darum geht, ob Irr oder nicht, gibt es auch noch was anderes, was slightly abschreckt. Influencer könnten die bürokratischen Hürden und die zu leistenden Qualitätssicherungsmaßnahmen, Alter, allein das Wort, ja, fürchten. Und ja, die sind pervers hoch für jemanden, der sonst frei für sich arbeitet. Und da kann ich euch mal was aus dem Nähkästchen erzählen. Der Irr ist wirklich absurd bürokratisch und damit ein sehr passendes Abbild dieses Landes in Gänze. Beispiel. Ich muss meine Bildeinblendungen in Zukunft nicht nur, wie jetzt schon, mit Quellen absichern, logisch, sondern sogar den genauen Timecode in Listen eintragen. Um nur mal eine Veränderung zu nennen, die pro Video einige Stunden mehr Arbeitszeit bedeutet. Ich muss jetzt kleinere und größere... Ach, dafür gibt's Praktikanten, oder? ...größere Stellen schaffen, für welche ich nun eben weitere Mitarbeiter brauche, um das überhaupt stemmen zu können, was vorher überhaupt nicht nötig war. Ach, läuft bei dir? Ja, komm, machen wir's mal bitte viel, viel komplizierter. Not gonna lie, Leute, ich hoffe, es geht alles glatt. Der Druck ist auf jeden Fall jetzt real. Und ich verstehe, warum mir alle davon abgeraten haben. Ich glaube nämlich, dass damit das funktioniert, es auch ein bisschen damit zusammenhängt, was der eigentliche Plan ist, den... Hey, das einzige Geile an dieser ganzen Geschichte ist, wenn man sich lustig macht über den Parabelritter, kann man auch gleich Funk mitnehmen. Das ist doch super. Den man da also hat für damit. Uns, oder? Denn das, was wir hier jetzt langfristig aufbauen können, das kann richtig, richtig spannend werden. Klar, um meine Inhalte umzusetzen, brauche ich natürlich Geld. Und der Irr bringt da jetzt eine Berechenbarkeit rein, die das auf Dauer entspannter machen dürfte und mich längerfristig planen lässt. Und ich will ja nicht einfach nur entspannter arbeiten, ich will einfach schaffen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe.
Und dann kommt natürlich noch ein anderes Detail hinzu. Mit Politikvideos verdient man im freien Markt viel weniger Geld als mit Gaming oder sowas. Die meisten Brands wollen mit Politik ja nicht in Verbindung gebracht werden. Und das ist voll okay. Und richtig gut. Wieso? Wenn du auf Linie bist mit den Grünen, geht das sicher. Es gibt keine Partei, die werbefreundlicher ist als die Grünen. Ey, die Grünen sind so fucking auf Linie. Einfach nur an die Grünen halten, dann bist du werbefreundlich ohne Ende. Bezahlen nur die Firmen, die unseriöse Produkte vertreiben. Und das ist irgendwie ungeil. Und kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Außerdem ist die Branche extrem unseriös. Ja, ich habe letztes Jahr 20.000 Euro verloren, weil sich der Chef einer Agentur einfach damit abgesetzt hat. Mit mehr Festangestellten sind das dann solche Dinge, die dann auch schon mal jemanden ein bisschen ärgern können. Ach, dein Gehalt, ja, das ist auf Zypern verschwunden. Sorry. Also, YouTube-Inhalte mit dem Thema Politik, die haben es schwer. Und in Zukunft wollen diverse Plattformen politische Inhalte auch noch eindämmen. Das klingt für mein Konzept problematisch. Und so ein Team aufzubauen, in der Größe und Professionalität, wie ich es vorhabe, mit dem ich dann auch mal Türen eintreten kann, ist halt abhängig von Langfristigkeit und von Beständigkeit. Klar. Das ist geil, der baut sich einfach Macht auf, der Typ. Nice. Da geht es auch ums Geld, Leute, aber eher aus Sicherheitsaspekt meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich bin jetzt schon auf einer Produktionshöhe angekommen, wo ich einfach so... Hey, der hat den Traum von Amaya verwirklicht, oder? Der hat jetzt seine eigene Plattform, der baut sich da was auf, hey. X im Monat brauche. Jedes Video kostet mich ein paar tausend Euro, die es irgendwie einspielen muss. Und das bedeutet, dass man für jedes auch irgendwie einen Sponsor finden muss. Und jetzt kann ich eben auch freier auf diesem Kanal agieren. Auf meinem Kanal Alexander Prinz, auf dem Eisberg, auf Twitch, auf Instagram wird nach wie vor nichts von Funk laufen und das wird damit auch in keiner Weise in Verbindung stehen. Und ich kann euch garantieren, dass ich keinen Vertrag unterschrieben habe, der mir den Mund verbietet oder mir Themen oder Inhalte vorschreibt. Ich könnte jetzt auch einfach 52 Videos über Burgen machen. Irgendwann, Leute. Irgendwann, da kommt die Zeit, da werde ich das auch wirklich machen. Der Vertrag, der geht für ein Jahr und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Am Kanal und an den Inhalten wird sich nichts ändern. Nur, dass sie hoffentlich sukzessive professioneller werden. Das ist vielleicht noch wichtig, dass ich mich final tatsächlich erst vor 3 Wochen entschieden habe, dass wir das durchziehen. Das führt natürlich dazu, dass wir noch nicht so viel Vorlauf hatten, das alles vorzubereiten. Warte mal, was sagen die Leute dazu? Ich finde die Idee echt gut, damit rückt der ÖRR in eine richtigere Richtung. Außerdem finde ich deine Recherchearbeit um Längen besser als das, was im Funknetzwerk so üblich ist. Ich hoffe sehr, dass diese Partnerschaftsanstellung einen positiven Effekt auf den Ruf von Funk und ÖRR hat. Ich glaube... Parabelritter übernimmt Funk einfach. Der ist da hingegangen und hat einfach gesagt, es läuft nicht gut für euch. Ich glaube, ihr braucht eine starke Hand. Kann es sein, dass ihr Hilfe braucht? Jemanden, der auf euch aufpasst, dass nichts kaputt geht? Ich stelle nach wie vor Leute ein. Wir wachsen da jetzt zusammen rein. Ihr könnt euch auch noch bei mir bewerben. Ich suche noch einen Redaktionsleiter, einen Format. Wo ist meine E-Mail? Wo ist mein E-Mail-Account? Ich will für den Parabelritter arbeiten. Was sucht er? Ich suche noch einen Redaktionsleiter, einen Formatentwickler, Autoren, Autorin, diverse, ihr wisst, ja. Das ist alles, was ich kann, all das machen. Also du kannst mir all diese Jobs geben. Jedes Menschlein in Form und Farbe kann sich bei mir bewerben. Wie gesagt, der Kanal hier, das ist nur der nächste Schritt. Nicht der letzte. Hoffe ich, Leute. Versuchen wir es mal nicht zum letzten Schritt werden zu lassen. Und wenn das alles schief geht, dann stehen wir halt in genau einem Jahr hier und ich sage, okay. Ihr hattet alle recht. Aber um ehrlich zu sein, ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Und ich bin aufgeregt, was wir dieses Jahr schaffen können. Und das Wichtigste an all dem ist, dass es für euch bedeutet, dass das, was ihr von mir bekommt, von uns, muss ich ja sagen, besser und mehr ist, als ihr bisher gewohnt seid. Wir bewegen uns mal auf das nächste Level zu. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich lege gerade den Grundstein dafür. Und vielleicht kann ich jetzt auch endlich mal mehr mit Kollegen machen. Ich hatte bisher so wenig Zeit, mal meinen Schreibtisch zu verlassen für irgendwelche Kooperationen oder irgendwas. Da ist jetzt endlich mal was möglich. Und daran glaube ich und ich freue mich, das anzugehen. So, fertig. Es liegt ein Wahljahr vor uns. Es wird sehr viel Kritisches passieren. Machen wir uns an die Arbeit. Und bei euch so? Sitzt der Schock tief? Was denkt ihr drüber? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ich habe ein bisschen Angst. Oh, Leute, wie werde ich das vermissen, euch Intimrasurprodukte zu verkaufen? Schade, dass ich dafür nie wirklich bezahlt worden bin. Umsonst zum Affen gemacht. Lieben wir. Bis denne. Tschüssikowski. Und wir sehen uns in den Kommentaren oder 20 auf Twitch. Gratuliere, lieber Alex. Endlich
hat sich das Anbiedern gelohnt. Gut gemacht. So, jetzt habe ich auch meinen Kommentar abgegeben.